Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ja, ich möchte heute gerne mit euch eine Erdbeertorte machen. Dazu habe ich mir mal einen Biscuitteig aus dem Cookie-Dough ausgesucht und möchte das gerne mal mit euch zusammen machen. Ihr braucht dazu folgende Zutaten: 6 Eier, 180 Gramm Zucker, 1 Teelöffel, bei mir ist es Vanilleextrakt, ihr könnt aber auch Vanillezucker nehmen, 180 Gramm Mehl, einen gehäuften Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Dann geht ihr auf Kochvorgang starten, Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Dann drücken wir auf Weiter. Dann könnt ihr euch eine Springform vorbereiten, das habe ich schon, die zeige ich euch mal kurz. Und zwar habe ich mir hier meinen Backrahmen auf die White Lady gelegt, habe die mit einem Backpapier umschlagen, damit einfach gleich der Teig nicht so austritt. Dann drücken wir wieder auf Weiter. Dann setzen wir den Schmetterling ein. Dann kommen die 6 Eier dazu. Dann drücken wir auf Weiter. Dann kommt der Mixtopfdeckel wieder drauf. Und wir machen das Ganze 2 Minuten auf 37 Grad, Stufe 4. Der Thermomix ist fertig. Dann können wir hier auf Weiter klicken. Und dann geben wir den Zucker dazu. Ich habe meinen jetzt schon abgewogen. Dann klicken wir auf Weiter. Dann kommt der Teelöffel Vanilleextrakt oder halt Vanillezucker dazu. Dann kommt der Mixtopfdeckel wieder drauf. Und das Ganze wird 10 Minuten auf der Stufe 4 miteinander verrührt. So, der Thermomix ist fertig. Dann klicken wir auf Weiter. Jetzt kommt das Mehl dazu. Ich habe das bei mir auch schon wieder abgewogen. Dann das Backpulver. Und eine Prise Salz. Der Deckel wieder drauf und dann wird das Ganze noch mal kurz 4 Sekunden auf der Stufe 3 miteinander verrührt. So, unser Biskuit ist jetzt fertig aufgeschlagen. Jetzt müssen wir einmal den Rühraufsatz entfernen. Wichtig ist, dass ihr dabei jetzt nicht an den Mixtopf dran schlagt, damit ihr eure Luft, die ihr eingeschlagen habt, nicht rauskommt, sondern damit einfach das schön aufgeschlagen bleibt. Ich bin ja mal gespannt, wie das heute funktioniert, weil ihr wisst ja, eigentlich mache ich meinen Biskuit immer in der KitchenAid. Aber ich habe mir gedacht, ich teste das jetzt mal aus. So. Das legen wir einmal zur Seite. Mit dem Spatel nochmal gucken, ob das Mehl irgendwie nach unten geschoben werden muss. Das ist bei mir alles in Ordnung. So, und jetzt kann ich den Biskuit einmal hier umfüllen. So, ich muss sagen, von der Masse her gefällt er mir wirklich sehr gut. Jetzt steht hier, das Ganze wird 20 bis 25 Minuten gebacken. Ich schaue mal, weil bei mir wird es ja auf dem Stein gebacken, vielleicht dauert es bei mir etwas länger. Aber ich mache eine Stäbchenprobe und ich zeige euch nachher, wie er aussieht. Und ich sage euch Bescheid, wie lang es bei mir gedauert hat. So ihr Lieben, ich habe meinen Biskuit jetzt gerade aus dem Backofen geholt. Bei mir war er jetzt 25 Minuten drin. Ich habe mir hier jetzt so einen Tortenretter geholt und werde meinen Biskuit jetzt gleich hier drauf geben, den auf einem Abkühlgitter auskühlen lassen. Und in der Zeit, wo der auskühlt, werde ich auf jeden Fall jetzt gleich meine Creme zubereiten. Also ihr könnt das super einfach hier drauf nehmen. Könnt den Stein dann auf ein anderes Abkühlgitter stellen und gebt dann einfach den Biskuit hier drauf. Ihr könnt natürlich auch hingehen und den Biskuit komplett hier einfach nur auf das Abkühlgitter legen. Das geht auch. Dann geht es sogar schneller, dass er euch auskühlt. Ich persönlich, damit es einfach noch schneller geht, stelle den einfach jetzt gleich in den Kühlschrank. Werde dann gleich wenn er ein bisschen abgekühlt ist, werde ich mit einem Tortenmesser außen an den Backrahmen rumgehen, um den Tortenring zu lösen. Ja, und ich hole euch auf jeden Fall gleich dazu, wenn wir zusammen die Creme herstellen.
Ihr Lieben, ich möchte gern die Creme für meine Erdbeertorte mit euch zubereiten jetzt. Ich habe mir einfach mal so ein paar Zutaten aus dem Kühlschrank geholt, ja, die ich noch so da hatte. Ich probiere das jetzt mal einfach aus. Ich habe hier 2 Becher Sahne. Ich nehme von der Packung 250 Gramm Mascarpone. Ich habe eine Packung mit 300 Gramm Buco Frischkäse. Dann habe ich Sanapart, den brauche ich einfach zum Steifen. Und ich habe Vanilleextrakt und Zucker. Beim Zucker habe ich jetzt 100 Gramm genommen. Ihr könnt auch je nachdem etwas mehr nehmen oder etwas weniger. Ich habe mir überlegt, in meine Creme zwischen den beiden Tortenböden möchte ich ein paar kleine Stücke Erdbeeren mit dazugeben. Dementsprechend werde ich die Erdbeeren nicht mit direkt drauf geben, weil ich nachher noch ein bisschen Creme für oben drüber haben möchte, wo dann keine Erdbeerstückchen mehr drin sind. Ja, so habe ich mir das einfach mal gedacht und jetzt teste ich das mal mit euch aus. Als erstes setzen wir den Schmetterling ein und geben die 2 Becher Sahne dazu. Und werden diese mit Sanapart schon mal steif schlagen. Ich werde mal schauen, wie viel Teelöffel ich nachher brauche. Ich denke aber so zwischen 8 und 10 Stück. So, ich gebe jetzt erstmal 8 Stück dazu. Und dann werde ich mal schauen. Ich werde mir jetzt die Sahne auf der Stufe 3 ohne Zeitangabe steif schlagen. Bei mir waren es jetzt 1 Minute 14. Während jetzt meine Sahne steif geschlagen ist. Ich werde mir jetzt einmal hier meinen Schmetterling entfernen. Ich zeige euch mal die Sahne. So sieht sie aus. Also das klappt wirklich super. Jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Einmal der Zucker. Dann mein Frischkäse. Dann das Vanilleextrakt. Und die Mascarpone. Da muss ich mal eben die Waage einstellen, weil ich brauche nur circa die halbe Packung. So. Und das Ganze lasse ich jetzt nochmal auf der Stufe 4 verrühren. Ich denke, so circa 20 Sekunden würden ausreichen, also 25 Sekunden auf der Stufe 4. So, ich habe dann nochmal 2 Teelöffel Sanapart dazugegeben jetzt gerade. Habe einmal mit dem Spatel dann auch alles nach unten geschoben und habe nochmal 20 Sekunden nachgelegt. Meine Creme sieht jetzt so aus, die werde ich mir jetzt umfüllen. Und dann darf sie im Kühlschrank noch ein bisschen kalt werden, bis mein Biskuitteig gleich abgekühlt ist. Und wenn wir die Torte gleich zusammensetzen, dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, ich möchte meine Torte jetzt mit euch zusammensetzen. Ich habe meinen Tortenboden gerade schon in 2 Böden geschnitten. Habe mir insgesamt 500 Gramm Erdbeeren einmal ein Teil halbiert. Und den Rest habe ich einfach in kleine Stückchen geschnitten. Habe meine Creme aus dem Kühlschrank geholt. Und werde jetzt einmal meinen Tortenboden mit dem Ring hier einmal dran setzen. Einfach damit ich gleich einen schönen Abschluss nachher habe. So. Ich zeige euch das Ganze mal. So sieht das jetzt aus. Und dann setze ich mir einmal außenrum diese Erdbeerhälften. Einfach, dass man die nachher richtig schön sehen kann von außen, weil ich mir gedacht habe, das sieht vielleicht ganz schick aus. Ich versuche euch das mal einmal zu zeigen kurz. Wartet mal, so. Also ich setze die jetzt wirklich einmal so komplett außenrum an den Rand und dann kommt gleich die Creme damit rein. So, ich habe meine Erdbeeren jetzt einmal, ich gucke mal, ob ich das euch so zeigen kann, einmal ringsrum verteilt. Dann werde ich jetzt einen Teil der Creme hier mit auf den Boden geben. Ihr könnt jetzt natürlich auch euren Boden noch mit Marmelade oder so einstreichen. Ich lasse das jetzt mal weg. So, dann werde ich das so ein bisschen glatt streichen. So, einen Teil der Creme habe ich jetzt hier schon mal drauf verteilt. Ich zeige euch das mal, so sieht das aus.
Jetzt werde ich meine kleinen Stückchen Erdbeeren werde ich hier mal drauf verteilen. Und dann kommt der Rest der Creme noch da drüber, also ein Teil. Ein bisschen was würde ich gerne noch benutzen für oben, um einfach den Deckel nachher so ein bisschen, ja, einfach zu bestreichen. Aber nur ganz dünn. Den Rest der Creme, der kommt wirklich hier komplett in die Mitte. So, ich habe jetzt meine Erdbeeren hier drauf verteilt. So sieht das aus. Jetzt wird nochmal ein ganzer Teil von der Creme hier drauf verteilt. So, das legen wir auch mal kurz hier zur Seite. Weil so ein bisschen Creme möchte ich nachher überbehalten, einfach für so ein bisschen, für so ein paar Tupfen oben oder so. Da weiß ich aber noch nicht genau. Auf jeden Fall so ein bisschen, um das Ganze oben so einen geraden Abschluss einfach zu machen, um die Krümel zu binden. So hatte ich mir das jetzt gedacht. So, so ein kleines bisschen Creme lasse ich noch über. Ansonsten, wenn mir das nicht reicht, mache ich einfach noch mal ein bisschen Sahne, die ich dann schlage für oben, für die Tupfen. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie hoch sind eure Erdbeeren. Meine sind jetzt wirklich relativ hoch. Ich habe wirklich sehr große Erdbeeren gehabt. Ich werde auf jeden Fall die komplette Creme verwenden, denn meine Erdbeeren sind schon wirklich sehr hoch und ich schlage mir einfach nachher sonst noch mal ein bisschen Sahne, die ich dann einfach oben mit Vanillezucker oder so oben drüber gebe. So, ich zeige euch das jetzt noch mal einmal kurz. So sieht das Ganze jetzt aus. Da lege ich jetzt meinen zweiten Tortenboden drauf. Das Ganze wandert jetzt bei mir nochmal in den Kühlschrank für circa eine halbe Stunde. Und in der Zwischenzeit werde ich mir Sahne mit ein bisschen Vanillezucker nochmal steif schlagen. Ich denke mal so einen Becher. Werde den hier oben so ein bisschen drauf geben als Krümelbindung. Werde das Ganze dann jetzt gleich noch mit euch zusammen dekorieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So ihr Lieben, ich habe meinen Tortenring jetzt gerade entfernt und ich muss euch das mal zeigen, wie geil das aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt gerade kurz in meinem Sahnequick noch mal kurz etwas Sahne steif geschlagen mit Vanille. Werde die jetzt hier einmal drauf geben und den Rest davon habe ich mir in meine Garnierspritze gegeben, einfach um noch so ein paar Tupfen oben drauf zu machen. Und ich wollte jetzt einfach gerne hier oben nur ein bisschen die Krümel, dass man das nicht sehen kann, sondern dass das einfach so ein bisschen gebunden wird, wollte ich das Ganze gerne hier oben verteilen. So, ich habe jetzt meine Creme einmal hier oben drauf verteilt. Ich habe jetzt hier so einen Einteiler einmal mit 12 und 16 Teilen. Ich werde jetzt 12 nehmen, werde das hier oben einmal so ein bisschen drauf drücken. Dann teilt er mir einfach so diese Stückchen ein und dann gebe ich mit meiner Garnierspritze einfach hier oben am Ende so ein paar Tupfen drauf. So, ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt werde ich einfach, ich habe hier noch so ein paar Erdbeeren, die habe ich einfach nur halbiert, die werde ich jetzt einfach hier oben auf die Tupfen so drauf geben. Hoppala, mit dem Grünen nach außen. So, und den Rest davon lege ich einfach so ein bisschen hier nochmal in so einem Kreis in die Mitte. So, und aus den Stückchen, die jetzt noch über sind, schneide ich mir einfach, ich mache das Grüne einmal weg und dann schneide ich mir einfach nochmal so ein paar kleine Stücke, die ich dann hier in die Mitte reinlege. Und diese beiden dürfen gegessen werden. Ja, fertig ist meine Erdbeertorte. So sieht sie aus. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich werde euch jetzt noch ein Foto machen, was ich euch wie immer hinten anhänge. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist für euch kostenlos. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.